Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Triembacher, Wettkampfvorbereitung 2013, Frühjahr Teil 3. Heute Morgen 5.30 Uhr ging es los, aufstehen, dann um 5.45 Uhr bis 6 Uhr Frühstück. Es war heute Morgen ein Reisomelette, Vollkornreis mit Hähnchenbrustschinken und Eier dazu als Vollkornreisomelette. Dann um 6.15 Uhr kamen meine Subs, das waren einmal 5 Beta-Alanin und 5 BCAAs, Anabolic BCAAs der Firma Frame Nutrition. Dann 10 Gramm Speed Serum von der Firma Peak, 2 L-Tyrosin von der Firma Peak und ich hatte noch AAKG, 5 Stück von der Firma Body Attack und 2 Creagenic von der Firma Weider, Creagenic in PTK und eine Ampulle Carnimix, das ist der Firma Ada Health Nutrition, das ist Guarana, Carnitin und Arginin. Das waren meine Subs, danach ging es ab ins Studio. Im Studio wieder Reduktionssätze, Dropsätze. Das heißt, heute wieder beginnend mit der Rückenübung, und zwar heute Rückenübung als vorgebeugtes Rudern im Untergriff. Davon 4 Dropsätze, a 10 Wiederholungen. Dann war als nächste Übung die Brust an mit Schrägbankdrücken auf der Schrägbank mit den Kurzhanteln, 30 Grad, auch 4 Dropsätze, Reduktionssätze. Dann war als nächstes dran der Strecker für den vorderen Oberschenkel, 4 Dropsätze bei den Beinen A12 Wiederholung. Und für die Schulter war es Seitheben, 4 Sätze und für den Trizep waren es die Dips und für den Bizep waren es die SZ-Curls im Stehen. Dazu noch 4 Sätze Salam für den Bauch am Kabel und zum Abschluss immer wieder meinen Schwachpunkt nochmal extra. Das heißt, ich habe heute nochmal 4 Klimmzüge, weite Klimmzüge im Obergriff und zusätzlich mit der TRX umgekehrtes Rudern absolviert. Das war mein Trainingsprogramm. Das ging insgesamt knapp 60 Minuten, waren 52 Minuten mit Warm-up und Cooldown. Und das Ganze war Reduktionsmethode, Dropsätze, das bedeutet einen Satz Gewicht auswählen, einen Satz 10 Wiederholungen, nicht bis zum Muskelversagen, dann Gewicht etwas reduzieren und mit einer kurzen Pause von 15 bis 30 Sekunden den nächsten Satz, wieder die 10 Wiederholungen, wieder nicht bis zum Muskelversagen und dann das Gewicht wieder leicht reduzieren und die nächsten 10 Wiederholungen, so dass ich insgesamt 4 Dropsätze hatte, A10 Wiederholungen, außer für die Beine A12 Wiederholungen. Nicht bis zum Muskelversagen, aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe natürlich kein Interesse daran, damit meine Leistungskurve sinkt, sondern meine Leistungskurve muss erhalten bleiben. Wer bis zum Muskelversagen trainiert, der sorgt dafür in der Regel, dass irgendwann das zentrale Nervensystem weniger Impulse, weniger Signale an den aktivierten Muskel senden kann und somit nimmt die Leistungskurve ab. Somit trainiere ich niemals bis zum muskulären Versagen. Das war Reduktionsdropsätze. Es kommt natürlich am Mittwoch nächste Trainingseinheit. Da geht die Wiederholungszahl runter auf 6 Wiederholungen. Und da werde ich vorwiegend natürlich nur mit Grundübungen arbeiten. Morgen Dienstag, morgen 5.30 Uhr aufstehen, gleiches Spiel wie heute. Nur dass morgen um 6 Uhr dann zwischen 30 und 45 Minuten Cardio-Intervall stattfindet. Das heißt, Cardio-Intervall je nachdem 30, wenn ich gut drauf bin, auf 45 Minuten und dann 2-3 Minuten 125 bis 135 Puls und 1 bis 2 Minuten maximal 155 Puls. Ich habe zu Hause einen Ergometer, den kann man editieren und somit kann ich mir das natürlich einstellen, sodass ich natürlich immer wieder zwischen diesen zwei Herzfrequenzen pendeln kann. Das heißt, das Gerät verändert von selbst die Leistung. Das war's. Ich glaube, mehr muss ich nicht erwähnen. Geht bald wieder weiter mit Teil 4, wahrscheinlich morgen wieder zum Thema Training oder zum Thema Essen. Das war's. Andreas Triembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe.